Ich rufe auf die erste Tagesordnungspunkt 4, das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung. Zweites Gesetz zur Änderung straßenrechtlicher Vorschriften, Drucksache 20-5472. Und darf erteilen dem Staatsminister Winter, Staatsminister Al-Wazir, das Wort zur Einbringung des Gesetzentwurfs. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung unterstützt die Kommunen bei der Erreichung verkehrs- und umweltpolitischer Zielsetzungen und ist deshalb ein wichtiger Beitrag auch zur Verkehrswende und zum Klimaschutz. Er dient der Förderung der Mobilitätsdienstleistung Carsharing, indem er das Hessische Straßengesetz um eine spezielle Sondernutzungsregelung für stationsbasiertes Carsharing § 16a ergänzt. Ziel der Förderung des Carsharings ist es, Menschen zum Autoteilen zu animieren und damit natürlich auch in letzter Konsequenz Individualverkehr in Städten und Gemeinden und damit Emissionen zu verringern und so zum Schutz der Umwelt beizutragen. Weil, wenn Menschen ihr Auto teilen, in Anführungszeichen, kann das ein Anreiz sein, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Man hat ein Auto zur Verfügung, wenn man es braucht, überlegt sich aber vor jeder Fahrt, ob man es wirklich braucht. Und das ist ein Beitrag, auch dass am Ende weniger motorisierter Individualverkehr stattfindet. Die neue Vorschrift des § 16a ermöglicht den Gemeinden, einem Carsharing-Anbieter durch die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis Flächen in Ortsdurchfahrten einer Landes- oder Kreisstraße sowie Flächen einer Gemeindestraße als Stellflächen für stationsbasiertes Carsharing zur Verfügung zu stellen. Damit können Carsharing-Stationen nicht nur auf privat angemieteten Flächen, sondern auch im öffentlichen Straßenraum eingerichtet werden. Das trägt dazu bei, das Carsharing sichtbarer und attraktiver zu machen. Und in Anlehnung an die Regelung im Carsharing-Gesetz des Bundes kann eine Sondernutzungserlaubnis in einem zweistufigen Verfahren erteilt werden. In einem ersten Schritt wählt die Gemeinde zur Sondernutzung geeignete Flächen aus. In einem zweiten Schritt erteilt sie, das ist wichtig, in einem transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren für diese Flächen eine oder mehrere Sondernutzungserlaubnisse. Und auch wichtig, diese Erteilung kann davon abhängig gemacht werden, ob bestimmte Anforderungen erfüllt werden. Das kann z.B. Anforderung an die Umweltfreundlichkeit der Fahrzeugflotte, die Zahl der registrierten Kunden pro Fahrzeug oder die Attraktivität des Carsharing-Angebots sein. Damit können die Gemeinden die Sondernutzung für stationsbasiertes Carsharing auf die Bedürfnisse vor Ort abstimmen und eigene umwelt- und verkehrspolitische Zielsetzungen zur Geltung bringen. Insoweit unterscheidet sich die hessische Regelung vom Carsharing-Gesetz, in welchem zahlreiche Vorgaben zum Inhalt der Sondernutzungserlaubnis enthalten sind. Dies wurde in der Verbändeanhörung ausdrücklich begrüßt. Und zusätzlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir anlässlich dieser wichtigen Gesetzesänderung die bestehenden Vorschriften an die Reform der Bundesfernstraßenverwaltung angepasst. Auch das ist ja Bestandteil dieses Gesetzentwurfs. Sie wissen, die Bundesautobahnen wurden in der Verwaltung durch den Bund zum 1. Januar 2021 übernommen. Und deswegen werden straßenrechtliche Vorschriften in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen geändert. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um redaktionelle Änderungen, aber es gibt auch ein paar inhaltliche Änderungen und Klarstellungen, auf die ich auch eingehen möchte. Kurz, das Straßengesetz wird um eine Bestimmung der Planfeststellungsbehörde und der Anhörungsbehörde für Bundesfernstraßen ergänzt. Dies hat zur Folge, dass einige Vorschriften in der Zuständigkeitsverordnung gestrichen werden können. Das heißt, die Verordnung wird kürzer und übersichtlicher. Auch das Gesetz zur Neuordnung von Behörden der Hessischen Straßenverkehrsverwaltung und die auf seiner Grundlage erlassene Verordnung über die Außenstellen von Hessen Mobil werden geändert und dadurch übersichtlicher. So werden künftig Anzahl und Standorte der Außenstellen von Hessen Mobil sowie Anzahl und Standorte der diesen Außenstellen zugeordneten Straßenmeistereien nur noch durch die Verordnung geregelt. Dadurch wird vermieden, dass wie nach der aktuell geltenden Rechtslage die im Gesetz zu den Außenstellen getroffenen Regelungen durch Verordnung geändert werden können, also die Verordnung vom Gesetz abweichende Regelungen enthalten kann. Soweit zum Inhalt des Gesetzentwurfs. Und ich bin mir sicher, dass wir die Einzelheiten gerne im Ausschuss vertiefen können. Vielen herzlichen Dank. Ich habe 30 Sekunden übrig gelassen.
Vielen Dank, Herr Staatsminister. So ist es in der Tat. Damit ist der Gesetzentwurf eingebracht. Und ich eröffne die Aussprache. Als Erster zu Wort gemeldet hat sich der Kollege Bamberger von der Fraktion der Christdemokraten. Redezeit sind 5 Minuten pro Fraktion. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich muss zugeben, mir fällt es jetzt im Moment noch ein bisschen schwer, nach der, wie ich finde, sehr würdigen Debatte zur Gedenkstätte Hadamar zur Tagesordnung überzugehen und etwas so Profanes wie das Hessische Straßengesetz mit Ihnen zu besprechen. Denn ich musste eben gerade an meinen Vater denken, der seinerzeit nur durch eine List meines Urgroßvaters der Euthanasie entgangen ist. Und es fiel der Begriff des unwerten Lebens, und wenn ich meine Eltern mir heute so betrachte, beide gehörlos, sehr wertvolles Leben. Und nun zur eigentlichen Sache. Am 28. April letzten Jahres ist die neue Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten. Damit wurden alle Regelungen zur Umsetzung des bereits in 2017 in Kraft getretenen Carsharing-Gesetzes getroffen. Und die FDP nahm dies im vergangenen November bereits zum Anlass, mit einem Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Straßengesetzes die Voraussetzungen für eine Privilegierung des stationsbasierten Carsharing zu schaffen. Und Herr Dr. Naas wird darauf mit Sicherheit dann gleich auch noch eingehen. Parallel dazu befand sich aber bereits ein Gesetzentwurf der Landesregierung hierzu und zu einigen weiteren Anpassungsbedarfen, zu denen der Minister eben gerade auch gesprochen hat, in der rechtsförmlichen Prüfung. Wie wir heute feststellen, war es tatsächlich klug, diesen Gesetzentwurf der Landesregierung abzuwarten. Denn nun liegt ein inhaltlich ausgereifter Gesetzentwurf vor, der dem Anliegen der Förderung des Carsharing entsprechend Rechnung trägt. Ich erinnere mich noch recht lebhaft an die Debatte vom 10. November. Lebhaft deshalb, weil alle Fraktionen gleichermaßen und richtigerweise deutlich machten, warum es gut, richtig und wichtig ist, Carsharing und insbesondere das stationsbasierte Carsharing zu fördern. Alle? Nicht alle. Einer Fraktion war dieses Carsharing doch etwas suspekt. Die AfD trug in dieser Debatte nicht nur Fake-Fakten in Form viel zu niedriger Fahrzeug- und Nutzerzahlen vor, sondern brandmarkte diese Diskussion auch noch als ideologisch. Dieses Muster kennen wir ja bereits zu Genüge von der AfD. Alles, was in deren begrenzten politischen Horizont keinen Platz findet, wird als ideologisch motiviert abgewertet, was dann noch mit sehr eigenwilligen Interpretationen der so ungeliebten Fakten untermauert wird. Nun, es ist mühselig, an dieser Ausführung noch weitere Gedanken zu verlieren, teilen. Und darum geht es ja beim Carsharing. Dem Wesen nach entspricht nun mal nicht der gesellschaftspolitischen Vorstellung der AfD. Nun aber wieder zum Gesetz selbst. Carsharing ist ein wichtiger Baustein für eine klimaverträgliche und flächensparsame Mobilität der Zukunft. Und anders als der ÖPNV wird das Carsharing öffentlich nicht mitfinanziert. Daher ist es wichtig, dass die Kommunen das Carsharing durch Stellplätze im öffentlichen Raum und Parkprivilegien fördern. Hierfür bietet die Straßenverkehrsordnung zusammen mit dem Carsharing-Gesetz die entsprechende Rechtsgrundlage, und wir passen das Hessische Straßengesetz nun entsprechend dieser Rechtslage an. Vor allem das stationsbasierte Carsharing sollte möglichst flächendeckend gefördert werden, denn diese Carsharing-Variante hat sich in verschiedenen Studien immer wieder als besonders verkehrsentlastend erwiesen. Stationsbasierte Fahrzeuge dürfen aber im öffentlichen Straßenraum nur auf dafür vorgesehenen Stellplätzen bereitgestellt werden. Ziel ist jetzt also nun die Schaffung eines möglichst flächendeckenden Netzes für dieses stationsbasierte Carsharing im öffentlichen Raum. Damit wird Carsharing sichtbarer, effizienter und vor allem nutzerfreundlicher. Carsharing soll auf diese Weise seine hohe verkehrsentlastende Wirkung voll entfalten können. Der vorliegende Gesetzentwurf schafft die rechtlichen Voraussetzungen, um die Sondernutzungsregelung für stationsbasiertes Carsharing im öffentlichen Straßenraum entsprechend der Intention des Carsharing-Gesetzes des Bundes treffen zu können. Ich freue mich sehr, dass wir mit diesem Gesetz ein Hindernis aus dem Weg räumen, das die Weiterentwicklung des Carsharing-Angebots bislang spürbar beeinträchtigt hat. Wir stimmen diesem Gesetzentwurf daher mit Freude zu und würden uns im Sinne eines klaren Bekenntnisses zum Carsharing sehr darüber freuen, wenn dieses Gesetz auch vom Rest des Hauses mitgetragen wird. Herr Präsident, ich hatte vorhin vergessen, Sie anzusprechen. Verzeihen Sie bitte.
lieber Kollege Bamberger, Ihnen verzeihe ich alles. Vielen herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, die Kollegin Janine Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Unstrittig für uns ist, dass stationsgebundenes Carsharing eine sinnvolle Sache ist. Denn der meiste Platz, den Autos in den Städten blockieren, wird ja von parkenden Autos verbraucht. Und jedes Fahrzeug wird im Schnitt nur 36 Minuten am Tag bewegt. In den Großstädten dürfte es noch deutlich weniger sein. Eine Carsharing-Station in Wohnortnähe ist ein attraktives Gegenangebot zum eigenen Auto, auch wirtschaftlich. Und auch sind wir der Überzeugung, dass die Ausgestaltung des Angebots öffentlich und demokratisch durch die Kommunen geschehen sollte und nicht alleine dem Markt überlassen werden sollte. Insofern ist es folgerichtig, den Kommunen auch die Möglichkeit einzuräumen, Carsharing-Stationen im öffentlichen Straßenraum einzuräumen. Bisher werden für Carsharing-Stationen in der Regel Stellplätze auf privatem Grund angemietet oder Bereiche definiert, in denen Fahrzeuge abgestellt werden. Und jetzt reden wir darüber, dass es einen Gesetzentwurf gibt. Im Bundestag wurde 2017 beschlossen, das so zu ändern. DIE LINKE hat sich damals enthalten, weil wir Kritik an der konkreten Umsetzung hatten und weil wir damals den Entwurf der GRÜNEN besser fanden im Bundestag. Und jetzt wird hier heute der damals beschlossene Entwurf in Landesrecht umgesetzt, beachtliche 4 Jahre später übrigens. Damit gilt die Regelung nicht mehr nur auf Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, sondern auch im Rest der Kommune, und das ist gut so. Der Knackpunkt ist ein anderer, und deswegen will ich nur in aller Kürze den Bogen ein bisschen weiter spannen, weil letztlich ist das alles eher Flickschusterei an einem veralteten Straßen- und Verkehrsrecht. Die den Straßenverkehr und auch den Straßenraum betreffenden Gesetze sind viele Jahrzehnte organisch wild gewachsen. Viele Regelungen stammen noch aus Reichsgesetzen oder aus der anschließenden Zeit der autogerechten Stadt. Und sie atmen einen Geist, dass die Autos der Fortschritt sind, der privilegiert wird, und dass andere Verkehrsteilnehmer sie und den Verkehrsfluss möglichst nicht zu behindern haben. Das ist der Geist, den die Straßengesetze heute haben. Und diese veralteten Gesetze sind durch Flickschusterei kaum zu heilen. DIE LINKE setzt sich im Bundestag seit Langem für eine umfassende Reform des Straßen- und Verkehrsrechts ein, dass die Straßengesetze und insbesondere auch die Straßenverkehrsordnung von Grund auf neu fasst und dem Fuß- und Radverkehr und dem ÖPNV einen anderen Raum einräumt und auch den Verkehr von dort aus denkt und nicht vom Auto her, und auch Straßen als lebenswerten Raum in den Städten. Nur als Beispiel: die Anlage von sicheren Fuß- und Radwegen sollte nicht einfach nur nebenan an einer Straße geklatscht werden, je nachdem, wie viel Platz noch ist, sondern wir brauchen Mindestbreiten. Und da muss man eben überlegen, wie viel Platz ist da noch für fahrende und für parkende Autos. Und das, finde ich, ist dringend notwendig, dass wir eben die rechtliche Grundlage auch schaffen für eine sozial-ökologische Verkehrswende, die wir brauchen. Und deswegen sagen wir, dass das gut gemeinte Carsharing-Gesetz, das geht in die richtige Richtung auf jeden Fall, und wir werden in den Beratungen sehen. Aber natürlich bleibt es eben ein bisschen Stückwerk in diesem veralteten Rechtsrahmen. Wir sind gespannt auf die weiteren Beratungen. Wie gesagt, geht in die richtige Richtung, aber wir müssten eigentlich viel größer denken bei den Straßen- und Verkehrsgesetzen, wenn wir die Verkehrswende umsetzen wollen und den ÖPNV, den Radverkehr und die Fußgängerinnen und Fußgänger mehr in den Mittelpunkt stellen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Nächster Redner ist der Abgeordnete Arno Enners für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dass man bald 3 Jahre braucht, um ein Carsharing-Gesetz in Hessen einzuführen, ist eigentlich keine stolze Leistung. Wenn dadurch aber für mehr Rechtssicherheit in den Kommunen gesorgt wird, dann begrüßen wir es.
Aber ich bezweifle stark, dass die hessischen Kommunen mit ihren vielen Carsharing-Anbietern seit Jahren sich im rechtsfreien Raum agieren. Und wenn dieses so wäre, dann wäre es ein Skandal. Ja, es sind 2,8 Millionen Menschen bei den Anbietern angemeldet. Aber selbst Professor Dudenhöfer, der deutschlandweite Experte im Bereich Automobile, geht bei dieser Zahl von einem sehr hohen Bestand an Karteileichen aus, wie es auch neulich im Handelsblatt zu lesen war. Denn nur weil die Menschen dort angemeldet sind, heißt es noch lange nicht, dass sie die Angebote auch nutzen. Die geringe Nutzungstiefe liegt nahe, wenn man festhält, dass keiner wirklich beim Carsharing Geld verdient. Aber okay, sagen wir, es entwickelt sich vielleicht noch. Auch die ca. 26.000 Carsharing-Fahrzeuge sind im Verhältnis zu den aktuell ca. 47 Millionen zugelassenen Pkw mit 0,05% Anteil eher als Mobilitätsnische als eine Verkehrsentlastung zu bezeichnen. Die Nische zeigt sich besonders dann, wenn man sich vor Augen hält, dass beim stationsbasierten Carsharing, und da geht es ja hier drum, nur gut 12.000 Fahrzeuge deutschlandweit anhängig sind. Und besonders weil Carsharing auch nur überwiegend den Freizeitbereich bedient, wird es somit auch keinen Beitrag zur Entlastung bei den urbanen Hauptverkehrszeiten geben. Und schon gar nicht, wenn man sich mal anschaut, dass der Spitzenreiter Karlsruhe 3,2 Autos pro 1.000 Einwohner vorhält. Darmstadt als hessische Stadt folgt hier auf Platz 9 mit 1,2 Autos pro 1.000 Einwohner. Wer das als Umweltschutzmaßnahme oder Entlastung für eine Stadt bezeichnet, also ich weiß nicht, der ist da von der Realität, glaube ich, weit entfernt. Auch die enormen Möglichkeiten von Mobilitätskonzepten, die mit der Digitalisierung entstehen sollen. CDU-Kollege Bamberger sprach in der letzten Carsharing-Debatte davon, wird es so schnell nicht geben. Denn seit Jahren verschläft es die CDU, Digitalisierung auf Bundes- und Landesebene maximal voranzutreiben. Meine Damen und Herren, offensichtlich wird Ihre Meinung zum Carsharing-Gesetz nicht in allen Landesregierungen geteilt. So hat z.B. die Landesregierung in Schleswig-Holstein sowie in Sachsen-Anhalt erkannt, dass es keiner landesrechtlichen Regelung bedarf. CDU-Verkehrsminister Thomas Webel aus Sachsen-Anhalt antwortete auf die Frage, welchen Änderungsbedarf an Landesgesetzen sich aufgrund des Bundes-Carsharing-Gesetzes ergeben, mit folgendem einfachen Satz. Ich zitiere, aufgrund der Regelungen des Carsharing-Gesetzes ergibt sich kein Änderungsbedarf an Landesgesetzen. Und wir schließen uns dieser Meinung an. Denn Carsharing ist ein Geschäftsmodell, das bei Nutzung auch seine Daseinsberechtigung hat. Aber ein Geschäftsmodell aus ideologischen Bestrebungen heraus zu unterstützen, verzerrt am Ende nur den Wettbewerb. Und das werden wir nicht unterstützen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Enners. Nächster Redner ist der Kollege Tobias Eckert, Fraktion der SPD. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herzlichen Dank, Herr Enners, dass Sie dem Herrn Bamberger gerade eben so eindrucksvoll Rechnung getragen haben mit seiner Beschreibung, wie Sie hier Politik betreiben. Es geht in der Tat bei dem vorgelegten Gesetzentwurf der Landesregierung um etwas, was wir letztes Jahr im November hier schon diskutiert haben. Lassen Sie mich für die Sozialdemokraten in diesem Haus sagen, uns geht es um die Idee, wie wir Mobilität in Hessen voranbringen. Und sofern die Idee aus dem demokratischen Spektrum dieses Hauses kommt, finden wir die Idee gut, sei es der Gesetzentwurf seinerzeit aus den Freien Demokraten, sei es jetzt auch ein Ansatz aus der Landesregierung, weil es geht darum, um Mobilität und Mobilitätsveränderungen auch ermöglichen zu können. Und von daher freue ich mich doch über diese sehr konstruktive Debatte, meine Damen und Herren. Aber ja, an dem Punkt, finde ich, ist es auch notwendig, schon, weil das ist am Montag in der Enquete noch einmal angesprochen worden, gerade zum Thema Carsharing,
Wenn wir Hessen vorn immer so sind, wie Sie das auch, Herr Minister, beschreiben, dann ist das natürlich schon die Frage, warum da in dem Bereich auch Hessen hinten dran ist. Und das kann eben nicht nur die Debatte sein, so wie Sie es dargestellt haben, das liegt an Schildern und der bundesrechtlichen Vorgaben, wenn alle anderen Bundesländer oder fast alle anderen Bundesländer da schon längst den Weg gegangen sind. Das liegt dann mehr an Ihnen als an dem Bund, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es richtig, dass wir im Hessischen Straßengesetz für die Bereitstellung von Carsharing in den Kommunen unseres Bundeslandes rechtliche Vorgaben treffen wollen, damit sie kommunalen Gremien auch ermöglichen, in entsprechenden Weiterentwicklung ihrer städtischen, ihrer kommunalen Mobilitätsinfrastruktur auch Carsharing bewusst mit einzubeziehen, zu sagen, welche Verknüpfungspunkte dort im Bereich dann motorisierter Individualverkehr mit dem ÖPNV möglich sind durch Carsharing und vieles andere mehr. Und ich will daran erinnern, wir hatten das die Debatte auch im November. Man kann sagen, damit haben die Kommunen eine Möglichkeit zur Gestaltung. Man kann aber, und das kann der Anspruch auch des hessischen Gesetzgebers sein, auch ein paar Vorgaben und Vorstellungen im Gesetz und in der Gesetzesbegründung darzulegen, in welche Richtung gerade im Stichwort Vernetzung zwischen motorisiertem Individualverkehr und dem ÖPNV im Bereich Carsharing vorzunehmen. Und da hilft es ein Blick zum Beispiel nach Niedersachsen, die entsprechend in dem Bereich gemacht haben, ja, es ist notwendig und es kann für die Kommunen ein besonderes wichtiges Kriterium sein, wenn die Flächen für Carsharing, Vorrangflächen im Bereich der Vernetzung von Haltestellen für Busse, für Straßenbahnen und anderem beim Bahnhof zusammengefasst werden, damit eben diese Kombination zwischen motorisiertem Individualverkehr und dem ÖPNV ermöglicht werden. Da kann es auch sein, so wie das auch Niedersachsen gemacht hat, dass man auch sagt, ja, es geht eine Bevorzugung, wenn ich denn entsprechend Flächen haben, vergeben möchte als Kommune, wenn es um die Themen geht, emissionsarmer und emissionsfreier Antriebstechniken. Damit ich genau diese Thematiken, die wir insbesondere in den Städten haben, für das Thema Schadstoffe und Luftemissionen, dass wir dann auch sagen, ja, dort kann auch Carsharing dann eben nicht einfach, es ist eine andere Form von motorisiertem Individualverkehr, sondern dort, wo andere Antriebstechniken vorgehalten werden, dann kann das auch priorisiert werden. Dann haben Kommunen auch dort sozusagen im freien, transparenten Verfahren aber eine vom Gesetzgeber auch gutierte Vorrangstellung für andere Antriebstechniken. Das wäre eine Möglichkeit, und dass das entsprechend in dem Bereich so nicht ergriffen wird, halte ich für einen Fehler in der Konzeption, meine Damen und Herren. Und auch da, das ist ehrlicherweise in der Tat der einzige Vorteil, dass Hessen hinten dran ist und nicht vorneweg. Wenn ich mir dann anschaue, zum Beispiel in Thüringen, die dann ganz bewusst, und das finde ich gar nicht so unclever, die Frage von die Fläche zur Verfügung stellen ist das eine, aber sie auch, insbesondere wenn ich in den ländlichen Raum schaue, dann auch mit einer Betriebsverpflichtung zu versehen. Nicht mit Konzessionsverträgen nachher in der Frage von Angeboten, sondern mit Betriebsverpflichtungen in dem Bereich, dass sozusagen diese Flächen nicht vergeben werden und dann flächendeckend eigentlich erstmal nicht genutzt werden, sondern dass Anbieterinnen und Anbieter dort auch sozusagen diese Flächen auch mit bevorraten müssen. Das ist eine Möglichkeit. Das finde ich eine ganz interessante Idee aus Thüringen. Und auch dort bin ich sehr gespannt auf die Diskussionen im Ausschuss. Last not least bleibt das Thema, wie ermöglichen wir auch Carsharing im Bereich des ländlichen Raums. Ich will erinnern, beim letzten Mal habe ich das auch schon deutlich gesagt, es geht hier eben nicht nur um Geschäftsmodelle, die sich in den Städten im Ballungsraum tragen, sondern wie kriegen wir sozusagen auch diese Ideen in die kleineren Städte, in den ländlichen Raum. Das ist eine Herausforderung, nicht unbedingt im Straßengesetz, sondern darüber hinaus in der Frage, wie wir Carsharing unterstützen. Von daher, wie gesagt, uns geht es um die Idee. Die Idee ist gut, die geht in die richtige Richtung. Dass Sie froh sind, dass Sie die Autobahn nicht mehr dabei haben und deswegen sich nur noch um die Bundesstraßen kümmern, Herr Minister, ist mir auch klar. Deswegen brauchen wir uns um den Thema nicht zu beschäftigen. Aber das, was beim Carsharing im Ansatz drinsteht, ist, glaube ich, kluger Ansatz, der mit ein paar Hinweisen, die ich gegeben habe, vielleicht noch besser gemacht werden könnte. Und da freuen wir uns auf die Anhörung und die Diskussion im Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Eckert. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Naas für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Was verbirgt sich denn eigentlich hinter dem zweiten Gesetz zur Änderung straßenrechtlicher Vorschriften? Das kommt ja schon sehr verwaltungstechnisch daher. Und so muss man diese Frage zum Anfang zunächst einmal stellen. Und da kann man eine einfache Antwort geben. Der Minister ist endlich die Autobahn los und darf die entsprechend auch aus den landesrechtlichen Regelungen entlassen.
Das Entscheidende aber, und das sagt die Überschrift dieses Gesetzes nicht, ist aber die Sondernutzung für die stationsgebundenen Carsharing-Angebote in Hessen, vor allem durch die Kommunen. Die sollen jetzt eingeführt werden. Und die erste Frage, die sich hier stellt, ist, warum so spät? Die Kollegen Vorredner haben es ja schon angesprochen, warum haben wir dafür 4 Jahre gebraucht? Und im Rahmen der Enquete-Kommission war es ja auch, glaube ich, Professor Rammler, der es angesprochen hat und gesagt hat, er wundert sich, dass Hessen nicht schon längst eine solche Regelung wie viele andere Bundesländer auch hat. Da hat der Minister natürlich nach unten geguckt. Wir sind relativ spät, aber immerhin, es gibt jetzt diese Regelung, auch durch Vorschlag durch die Landesregierung. Und ich brauche Ihnen an dieser Stelle, glaube ich, nicht die Vorteile des Carsharings hier noch einmal verdeutlichen. Sie haben alle Vorredner schon genannt. Und wir hatten ja auch in der Tat schon eine Runde, dass es die AfD immer noch nicht verstanden hat, dass Teilen keine Freiheitseinschränkung ist, sondern Teil der Freiheit ist. Und dass es auch damit zu tun hat, dass man vielleicht auch wirtschaftlich neue Angebote schaffen muss. Für uns ist entscheidend, dass jeder, Frau Kollegin Wissler, jeder selbst über die Mobilität entscheiden kann und auch die Form rausnehmen kann, die für ihn das Sinnvollste ist und nicht nur der ÖPNV gefördert wird. Das unterscheidet uns vielleicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten am 10. November letzten Jahres bereits einen Gesetzentwurf eingebracht. Das war der Kollege Stirböck. Und unser Gesetz heißt auch Carsharing, Förderung des Carsharings und entsprechend der Sondernutzung, trägt das schon in der Überschrift. Und wir finden es gut, dass hier ein Offenbacher vom anderen Offenbacher abgeschrieben hat. Der Kollege Stirböck hat hier die Vorleistung gebracht. Wir wollen nämlich raus aus den Hinterhöfen. Wir wollen, dass die Kommunen die Möglichkeit haben, auch hier Sondernutzung zu erteilen und das stationäre Carsharing möglich zu machen. Und wir haben ja gehört, dass unser Entwurf, Kollegin Müller hat es gesagt, ich zitiere es noch einmal, ich würde sagen, dieser Gesetzentwurf ist Material an die Landesregierung, den wir gern zur Kenntnis nehmen. Und mit ganz viel Hoffnung können wir daraus vielleicht sogar was machen. Sie haben daraus etwas gemacht, aber Sie sind etwas übers Ziel hinausgeschossen, weil Ihr Gesetzentwurf, unserer war schlank, ist 3-mal so lang und baut wahrscheinlich neue Hürden auf. Denn Sie folgen uns zwar in der Befristung auf 8 Jahre und Sie haben auch die gleiche Überschrift gewählt, aber Sie erweitern natürlich den Sondernutzungsbegriff. Sie haben ein 2-stufiges Verfahren jetzt. Sie begünstigen die Elektromobilität, schränken das dann aber auch gleich wieder ein bisschen ein. Und dann sagt der Minister, das alles soll leichter anwendbar sein im 2-stufigen Verfahren. Also ich stelle mir schon die Kommune vor, die jetzt hier solche Plätze erstmal natürlich fehlerfrei, ermessensfehlerfrei ausweisen muss und dann in der nächsten Stufe dann den Carsharing-Anbieter finden muss, der dann dazu passt. Der Kollege Eckert hat es ja noch auf die Spitze getrieben mit dem niedersächsischen Modell, hat gesagt, es ist alles noch zu wenig an Regelungen. Ich sage, es ist zu viel, auch im Verwaltungsentwurf hier. Wir halten nach wie vor den FDP-Entwurf für viel, viel bürokratieärmer und deswegen besser. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich sind wir 4 Jahre zurück. Kollegin Müller wird jetzt wieder sagen, ja, die Beschilderung war unklar, deswegen haben wir einen guten Grund. Ja, die Beschilderung. Ich sage, wir liegen 4 Jahre zurück. Und ich kann sagen, gut, dass wir die Enquete-Kommission haben, weil wir eigentlich über die Sondernutzung für Carsharing hinauskommen müssen. Denn es gibt neue Mobilitätsformen und wir müssen diesen öffentlichen Straßenraum, öffentlichen Raum an sich ja teilen. Vielleicht auch neu teilen, neu aufteilen. Und deswegen ist wahrscheinlich auch die alte Regelung der Sondernutzung, so wie Sie sie jetzt im Gesetz finden und wie wir sie ja beide ändern wollen zugunsten des Carsharings, vielleicht auch noch zu kurz gegriffen. Deswegen stimmen Sie dem bürokratiearmen Gesetzentwurf der Freien Demokraten zu. Es ist der bessere Entwurf, kommt auch aus Bayern in diesem Fall, was einzelne Regelungen angeht, die wir übernommen haben. Und deswegen trifft Ihnen auch nicht der Vorwurf der Ungründlichkeit, denn die bayerischen Juristen sind ja mindestens so gut, da werden Sie mir von der CDU zustimmen, wie die hessischen. Und zum Zweiten freuen wir uns natürlich auf die Enquete, weil wir dort, glaube ich, viele neue Impulse bekommen, auch für zukünftige Gesetzentwürfe. Deswegen freuen wir uns auf die Anhörung, die jetzt ansteht. Wir haben ja mit unserem Gesetzentwurf gewartet und dann wollen wir mal gucken, welcher dann von den Experten als der bessere befunden wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Naas. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ist die nächste Rednerin die Kollegin Karin Müller. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich freue mich natürlich, heute mal wieder über das Thema Carsharing zu reden und damit ein Baustein für Klimaschutz und Verkehrswende. Noch mehr freue ich mich aber darüber, dass die Freien Demokraten jetzt in den Wettstreit um bessere Konzepte und Gesetze für die Verkehrswende treten und nicht mehr nur über die Straße reden wie vor ein paar Jahren noch. Also dafür hat es sich doch gelohnt. Herr Lenners, ich verstehe Sie gar nicht. Und wenn die einen sagen, es wird zu viel geregelt, und die anderen sagen, es wird zu wenig geregelt, dann ist das doch ein guter Gesetzentwurf. Und Frau Wissler, auch viele kleine Gesetze können das Gesicht der Welt verändern. Und viele Bausteine können dann das ganze Große auch zusammensetzen. Von daher, eins aber noch, die Enquete-Kommission ist ja erwähnt worden, und auch ich möchte die Enquete-Kommission erwähnen, denn es war sehr interessant, was die Sachverständige der SPD-Fraktion gesagt hat, dass wir nämlich im Bereich moderne Mobilität, Verkehrswende schon viel weiter sein könnten, wenn der Bund mal die rechtlichen Rahmensetzungen herstellen würde. Und genauso ist es ja auch mit diesem Carsharing. Genauso ist es auch mit dem Carsharing-Gesetz. Die Anbieter kämpfen seit Entstehung, also seit fast 30 Jahren, darum, dass das stationsbasierte Carsharing möglich ist, auch im öffentlichen Straßenraum, nicht nur auf Privatplätzen oder teileinziehenden Flächen, die die Kommunen zur Verfügung haben, sondern im öffentlichen Straßenraum. Das hat fast 30 Jahre gedauert. Dann hat der Bund 2017 das Gesetz gemacht. Dann gab es die Straßenverkehrsordnung, wo das Schild sozusagen das Licht der Welt erblickt hat. Und den Referentenentwurf kann man öffentlich nachlesen. Des Landes Hessen gibt es ja schon seit 2019. Und dass man da noch Expertisen vom Bundesverband der Carsharer und einholt und das einbaut, ist ja wohl wieder einmal die Bestätigung, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht und jetzt auch ein guter Gesetzentwurf vorliegt. Und was mich natürlich auch wundert, dass die Kommunalpartei SPD so wenig Glauben in die Kommunen hat, dass sie selber am besten wissen, was sie tun sollen. Es ist ja genau vorgesehen in dem Gesetzentwurf, dass Umweltstandards und so weiter vorgeschrieben werden können. Das kann heißen, dass es emissionsarmere Fahrzeuge sind. Das kann heißen, dass es Elektromobilität ist. Es kann aber auch heißen, dass Mobilitätsstationen dort errichtet werden. Aber all das können die Kommunen selbst entscheiden, und das ist gut und richtig so. Und es ist natürlich so, dass die Kommunen weisen die Plätze aus, es wird ausgeschrieben, dann bewerben sich Anbieter. Das findet hauptsächlich in den großen Städten statt, weil es da natürlich auch Anbieter gibt, die das als Geschäftsmodell sehen. Ist ja logisch. Also, sie haben alle den Klimaschutz, die Kleinen vor allen Dingen, vor 30 Jahren. Aber für die ist es auch ein Geschäftsmodell. Dieser Bereich ist gewachsen. Es gibt mittlerweile 855 Orte in Deutschland, die Carsharing anbieten. Aber es gibt davon auch 446 Orte, die sind kleiner als 20.000, die haben weniger als 20.000 Einwohnerinnen. Das heißt, auch dort findet Carsharing statt, nur nicht durch die kommerziellen Anbieter, sondern durch die Kommunen selber, durch Vereine oder. In Hessen ist ja das Beispiel Jesberg immer ein Vorbild, wo die Leute selbst organisiertes Carsharing machen. Auch die haben es leichter, dann stationsbasiertes Carsharing auszuweisen. Und noch einmal zur Erklärung. Auch ich glaube, es ist zwecklos, aber ich mache es natürlich trotzdem. Das Bundesgesetz regelt natürlich nur die Bundesstraßen. Auf den Bundesstraßen konnten rechtssicher stationsbasiertes Carsharing eingerichtet werden. Durch dieses Gesetz jetzt kann rechtssicher auf allen Straßen, für die das Land zuständig ist, und auch für die kommunalen, stationsbasiertes Carsharing eingerichtet werden. Also eine wesentliche Verbesserung. Und ich glaube, dass dieser Markt dadurch und die Angebote an Carsharing noch viel mehr wachsen werden. Die Kommunen haben weniger Flächenverbrauch. Es gibt weniger Parksuchverkehr für die Carsharing-Fahrzeuge. Es gibt auch
die Möglichkeit, Wohnraum zu vergünstigen, weil die Kommunen können entscheiden, ob sie über ihre Stellplatzsatzungen bestimmen, dass dort, wo Carsharing angeboten ist, weniger Stellplätze ausgewiesen werden müssen. Das vergünstigt dann das Bauen. Also, es ist eine Win-Win-Situation für viele Bereiche. Ein kleines Gesetz mit großer Wirkung. Ich freue mich auch auf die Anhörung und Diskussion. Und da wir uns im Grunde doch alle einig sind, wird es dann wahrscheinlich auch eine breite Zustimmung geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Jetzt hat sich gemeldet der fraktionslose Abgeordnete Rolf Kahnt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Gesetzentwurf der Landesregierung ist sehr gut. Er ermöglicht, öffentliche Straßen zeitlich befristet für stationsbasiertes Carsharing zur Verfügung zu stellen. Carsharing sorgt, das wiederhole ich jetzt einmal, was die anderen eigentlich vor mir auch gesagt haben, natürlich für mehr Lebensqualität, besonders in belasteten Innenstädten mit Einwohnerzahlen beispielsweise ab 50.000 und aufwärts. Und das beweisen allerdings auch schon allein die dortigen Carsharing-Kunden. 32% von ihnen fahren nämlich öfter Rad, 70% seltener Auto und 40% benutzen öfter Bus und Bahn. Stationsbasierte Systeme sprechen im Gegensatz zu den Free-Floating-Systemen diejenigen Kunden stärker an, die auf das eigene Auto aus vielerlei Gründen verzichten. So haben 78% der Carsharing-Kunden in Innenstädten kein eigenes Auto. Sie sind der Überzeugung, dass sie dort kein eigenes Auto brauchen. Der Gesetzentwurf bietet daher zusätzliche Vorteile für Verbraucher, für die die Leihstationen nicht gerade um die Ecke liegen. Dafür sprechen Fakten. 82% der in Städten Lebenden wünschen sich weniger Autos in den Städten. Carsharing ist umweltfreundlich. Es ersetzt bis zu 20 private PKWs. Carsharing ist übrigens billiger als ein eigenes Auto. Und Autos stehen durchschnittlich 23 Stunden ungenutzt am Straßenrand. Und es gibt inzwischen deutschlandweit 2,4 Millionen Nutzer. Darüber hinaus Carsharing bewirkt ein reflektiertes Fahrverhalten. Moderne Stadtentwicklungsplaner sehen für belastete Innenstädte vorbildliche Effekte für lebenswertere Innenstädte. Verkehrs- und Umweltbelastungen werden vermindert. Kurzum, die Lebensqualität steigt dadurch. Die Vorteile des Carsharings sind also offenkundig. Streiten wir uns doch nicht darum, wer nun den besseren, vielleicht auch unbürokratischeren Gesetzentwurf vorgelegt hat. Es geht doch eigentlich um Grundsätzliches, nämlich um die Entlastung belasteter Innenstädte. Und das ist dieser Gesetzentwurf allemal wert, dass man ihn gemeinsam und geschlossen begrüßt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kahn. Jetzt hat sich noch gemeldet, um seine Redezeit auszuschöpfen, der Abgeordnete Enners für die Fraktion der AfD. Und, Kollege, Ihnen verbleiben 1 Minute und 8 Sekunden. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte nur eines klarstellen. Die AfD ist nicht gegen Carsharing. Aber es ist ein Geschäftsmodell, ja, und ein Geschäftsmodell, das für uns nicht zur Entlastung der Verkehrswende oder der Umwelt beiträgt und es unverständlich ist, warum es entsprechend gehypt wird. Weil am Ende ist es doch nichts anderes als ein Mietwagen. Und nur, Sie sind hier in diesem Geschäftsmodell Mitglied wie in einem Buchclub. Und statt einem Buch bekommen Sie hier halt ein Auto. Und im Grunde könnte man auch hingehen und könnte sich für sämtliche Autovermietungen hier einsetzen. Die haben wesentlich mehr Fahrzeuge als Carsharing und sie brauchen sich dann auch nicht mit Stellplatzsatzungen zu beschäftigen, sondern die Autos haben ja schon ihren Platz. Nehmen Sie die, können Sie vielleicht was erreichen. Aber so tragen wir das alles nicht mit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Enners. Wir sind damit am Ende der Aussprache.
und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den WVA. Die gute Nachricht ist, wir sind jetzt auch am Ende der Vormittagsberatung. Ich unterbreche die Sitzung für 1,5 Stunden bis 14:30 Uhr.